Jetzt können wir reinstarten. Und zwar, ich möchte mir das Video anschauen. Mein YouTube-Kanal wurde gehackt von StandardSkill, von unserem Pro Stunny. Ich habe mir das Video, ehrlich gesagt, also Real Talk, ich habe mir das Video noch nicht reingezogen, weil ich das mit euch im Stream machen wollte. Deathboy schreibt hier auch gerade Bildschirmwand. Bro, du hast recht. Du hast recht, wir müssen auf jeden Fall erstmal die Bildschirmwand aktivieren. Warte, das müssen wir noch machen. Wo sind wir denn hier? Nicht mal die Bildschirmwand habe ich an. So. Jetzt ärgert es mich. Jetzt habe ich das Musikfenster zumachen, wo ich gerade Musik hören wollte. Egal, wir starten jetzt eh in das Video rein. Näher ran. Guck mal, ich gönn Stani sogar Werbung. Ich gönn ihm sogar Hack. So. Leute, ich kann's doch nicht so richtig. Let's go. Natürlich. Ey, wie lange die Monitore auch immer im Hintergrund brauchen, um sich zu kalibrieren, ne? Macht mal hinne, Junge. So, jetzt. Oder? Ist doch besser. Live-Chat, was sagt ihr? Sieht doch besser aus. So, aber wir starten jetzt mal in das Video rein. Jetzt rechts mit dem Rumgequatsche hier. Aber davor noch ein schnelles Gamers Only. Einen schnellen Gamers Only machen wir noch, bevor wir in das Video rein starten. Ich habe mir was Cooles überlegt, das habe ich noch nie gemacht. Und zwar, das Ding ist, ich möchte jetzt so ein bisschen Koffein haben, aber nicht zu viel Koffein, damit ich heute Nacht noch schlafen kann. Deswegen habe ich mir überlegt, ich mix einfach den Performance Drink und den Vitamin Drink. Das ist einfach richtiger Five-Head-Move. Ich mache einen halben Scoop von dem Performance Drink und einen halben vom Vitamin. Dann ist ja nicht so viel Koffein. Dann ist ja gleicher Geschmack und nicht so viel Koffein. Seid mal ehrlich, das ist doch wieder. Das ist ja mal wieder 10 von 10, die Idee. So, zack. Guck mal, wir machen hier nur einen halben, damit ich heute Nacht gut schlafen kann. Also nicht, dass man von Gamers Only nicht gut schlafen kann. Es ist nur, weil bei mir, ich bin da sehr anfällig. Ich bin da empfindlich so. Ich würde jetzt um die Uhrzeit auch zum Beispiel keinen Kaffee mehr trinken. So. Weil ich habe keinen Bock, nachts im Bett wach zu liegen. Deswegen machen wir einen halben rein. Aber ich will natürlich auch Power haben. Ich muss natürlich auch konzentriert sein, wenn es gleich bei Rust losgeht. Und einen halben Vitamin machen wir auch noch rein. Dann haben wir Vitamin und Performance in einem. Ey, das wäre doch mal was. Gamers Only. Wäre das nicht mal was hier? Der eigene iCrimex-Drink mit halb so gemischt so. Mit ein bisschen Performance und ein bisschen Vitamin so. Das finde ich gut. Wäre doch mal eine gute Erfindung. Ah, so. Okay, wir starten jetzt rein in das Video. Mein YouTube-Kanal wurde gehackt von Standard zu dem Grill. Ich glaube, wir haben es gerade genau 4 Uhr morgens. Ich habe eigentlich schon oben im Bett gelegen und wollte schlafen, aber mir schwirrt irgendwie so... Warum ist er so leise? ...viel im Kopf rum. Warte mal, sorry, Leute. Hä, warum ist er... Ey, warum ist er denn so leise, ey? Bin ich gerade lost oder was? Warum ist mein Google Chrome gerade so leise? Lautstärke-Mixer öffnen? Warte. Dass ich das einfach loswerden muss und... Ich habe auf volle Lautstärke aufgedreht. Mir ist das Schlimmste passiert. Hä? Hauptlautstärke. Ich mache die Hauptlautstärke mal lauter hier. So. Was ich mir eigentlich so vorstellen könnte, was YouTube-technisch abging. Zwei Fakten. Hä, ist immer noch voll leise. Warum ist Stani so leise? Passt, ist gut, sicher? Also bei mir, ich weiß nicht, ob ihr das gerade anders hört, bei mir ist das todesleise. Bei uns ist, geht doch voll. Hä? Hä? Okay. Warte mal. Lautstärke-Mixer öffnen. Sicher? Leute, ich kann's doch nicht. Stani, bei dem Video ist die Musik etwas laut. Okay, warte. Wir schauen einfach mal rein. Wenn es für euch okay ist, wenn es zu leise ist, sagt mir Live-Chat, okay? Wenn es zu leise ist, müsst ihr mir Bescheid sagen. Dann wir gehen rein. So richtig glauben, wir haben es gerade genau 4 Uhr morgens. Ich habe eigentlich schon oben im Bett gelegen und wollte schlafen, aber mir schwirrt irgendwie so viel im Kopf rum, dass ich das einfach loswerden muss. Und mir ist das Schlimmste passiert, was ich mir eigentlich so vorstellen könnte, was YouTube-technisch abgehen kann. Und zwar, ich hatte maximale Paranoia davor gehabt und ich dachte eigentlich, ich bin auf der sicheren Seite. Und mir wird das definitiv nicht passieren. Und zwar, mein YouTube-Account wurde gehackt. Die Hacker hatten ungefähr vor 2,5 Stunden 15 Minuten lang Zugriff auf meinen Account, haben den Livestream gestartet, haben Sachen gelöscht, haben Sachen geändert. Für mich ist wirklich in diesem Moment eine Welt zusammengebrochen, Leute. Diesen Kanal habe ich jetzt so lange, 10 Jahre mache ich YouTube und da ist irgendwie mein ganzes Leben drauf, also keine Ahnung. Und ja gut, also den Kanal hast du noch nicht 10 Jahre, Stani, ne? Also du machst wahrscheinlich 10 Jahre YouTube, aber den Kanal, wir haben ja damals fast gleichzeitig angefangen, 2013, wir sind jetzt über 7 Jahre, ein bisschen länger als 7 Jahre sind wir jetzt dabei.
Aber er meint wahrscheinlich, er macht seit 10 Jahren YouTube. Wir haben ja davor auch so Battlefield-Videos und so gemacht. Aber was da überhaupt passiert ist, viele werden sich jetzt erstmal fragen. Hast du von Lautstärke Live-Chat? Nee, hast du deinen Account nicht gesichert? Es gibt ja sehr viele Sachen, zum Beispiel Google-Authentikator. Moin, Leute. Zwei-Faktor-Authentifizierung. Ja, ja. Ein paar andere Sachen, die man machen kann. Safe, und ja, muss man. Muss man. Euch, Leute, ich hatte alles gehabt. Wenn ihr eurer Account das Ultra gesichert ist, war mein Account das Non-Plus-Ultra gesichert und die Hacker haben es trotzdem geschafft, auf meinen Account zuzugreifen und sogar einen Livestream zu starten. Und wie das funktioniert hat und wie sie das gemacht haben, das werde ich euch in diesem Video erzählen, um euch vielleicht vor diesem Fehler zu bewahren, damit ihr das... Jetzt schreibt Epic Game doch irgendwie leise. Wie heißt der? Epic Dan ist doch irgendwie leise. Ihr verunsichert mich, Leute. Ihr verunsichert mich. Warte, ich frage jetzt meinen Techniker auf Discord. Warte. Wo ist mein Discord? Digga, ey, ich krieg hier echt schnell. Nicht machen. Ich bin wirklich ein Extrem. Ich krieg hier echt gleich einen zu viel, ne? Ist gut. Es passt, Max. Warum schreibt jetzt jemand leise und die anderen schreiben, wie das passt? Ihr verunsichert mich. Ich frage jetzt trotzdem kurz meinen Techniker. Warte. Yo, Benson? Ja? Digga, bist du gerade bei mir im Livestream? Nee. Guck mal, ich schau gerade so ein Video. Oh, falsch, sorry. Ich schaue hier gerade so ein Video. Ich schaue hier gerade so ein Video und ich höre das irgendwie relativ leise und die Leute sagen, es passt aber eigentlich voll gut. Also ich glaube, die Leute hören das irgendwie lauter als ich, obwohl ich, also irgendwie Google Chrome, wenn ich so ein Video schaue, also bei meinem, die PC-Lautstärke von meinem Gaming-PC, ist für mich relativ leise. Obwohl ich schon voll aufgedreht habe. YouTube voll, Mischpult voll. Ah, hast du denn, aber ist es bei allem oder nur bei YouTube? Nee, nur bei YouTube. Also, du bist zum Beispiel relativ laut jetzt auch. Spiel mal ab, ich guck gerade dazu. Okay, warte. Wir machen kurz Check, Leute. Ich bin ein vorsichtiger Mensch, Leute. Ich klicke nicht auf irgendwelche Links, ich downloade mir nichts. Also ich bin da wirklich sehr, sehr vorsichtig. Boah, hast du ein Delay, Alter? Passt. Ja, ich weiß, Leute, dass ihr mir gerade schreibt, es passt, aber es irritiert mich einfach so, weil ich sehe ja auch, wie dieser Pegel hier ausschlägt. Und die, wenn ich was auf YouTube schaue, ist einfach der Pegel viel geringer, als wenn ich jetzt rede. So, das irgendwie macht für mich gerade keinen Sinn. Obwohl ich das auf voll Lautstärke habe. Du hörst das ganz klar, ganz leise oder was? Ne? Ich höre das sehr leise. Obwohl ich das voll aufgedreht habe, ist das immer noch relativ leise. Mhm. Du hörst ja das eigentlich das, was die anderen im Stream auch hören, genauso. Ja, ja. Weil du hörst ja auch auf Master Out. Ja, ja, genau. Warte mal, wir gehen mal kurz hier die Einstellung durch. Also ich habe Master Out Ausgabegerät und Voice In ist Eingabegerät, ne? Ja, du hörst ja das, was du auf Master hast. Ja, also ja, du hörst aber genau das Gleiche, was die anderen hören. Aber warum kann ich Google Chrome generell nur so leise machen? Das macht keinen Sinn. Versuch mal mit Firefox, ob es da immer noch so ist. Was sind die Hauptlautstärke? Habe ich es auf 70? Soll ich die mal hochschrauben? Ja, mach die mal auf 80. Okay, machen wir die Hauptlautstärke mal auf 80. Okay, gut. Ich mute mich, ich mache weiter, ja. Wenn es noch ist, dann melde ich mich später. Okay. So, wir machen weiter. Sorry, Leute, für die kleine Unterbrechung. Wie gesagt, ist gerade alles noch ein bisschen neu für mich. Headset einstellen. Nee, an dem Headset hier kann man nichts einstellen. Egal, komm, wir machen weiter, Leute. So, wo waren wir stehen geblieben? Genau. Um euch vielleicht vor diesem Fehler zu bewahren. Es wird einfach nicht lauter. Nicht ich bin wirklich ein extrem vorsichtiger Mensch. Es wird für mich nicht lauter, wirklich. Links, ich downloade mir nichts. Also ich bin da wirklich sehr, sehr vorsichtig. Und vor ein paar Monaten habe ich mich mit dem Thema noch ein bisschen mehr auseinandergesetzt. Und zwar, da wurde der YouTuber LP mit Kev gehackt. Das habe ich auch noch mitbekommen bei Kev. Bei ihm war genau das Gleiche gewesen. Ja. Sein Banner wurde geändert, alle Videos wurden gelöscht, ein Livestream wurde gestartet und der Junge konnte sogar 2 Wochen lang nicht auf seinen YouTube-Kanal zugreifen. Boah, das ist Horror. Weil halt das ist Horror. Da alles irgendwie übernommen haben. YouTube hat dann erstmal den Kanal irgendwie gesperrt gehabt und dass sie zurück Zugriff bekommen haben. Also das war wirklich komplette Katastrophe und er hat dazu auch ein Video hochgeladen und hat erzählt, was ihm passiert ist und hat dann von Julian, Upgrade auf Ehrenbruder, Dankeschön. Die ich vorher noch nicht kannte. Und zwar, es gibt einen USB-Stick, mit dem du dein Google-Konto verbindest. Oder es liegt daran, dass das Video einfach nur sauleise ist. Warte mal, wir testen mal kurz ein anderes Video. Als Beispiel jetzt einfach mal das hier, was mir hier vorgeschlagen wird. Play.
Legend tell. Okay, das ist halt jetzt übelst laut wieder, ne? Vielleicht ist das Video von Stani einfach nur sauleise. Oder ich soll mal mit Firefox versuchen, schreibt er gerade. Ja, das Ding ist, bei euch kommt es ja mit normaler Lautstärke an. Ich glaube, das Video von Stani ist auch einfach nur... Guck mal, jetzt das hier zum Beispiel ist jetzt saulaut. Wisst ihr was? Ich scheiß jetzt drauf. Oh Gott, jetzt ist absolut... Ich scheiß jetzt drauf. Ich mache jetzt nochmal ein bisschen leiser. Hauptsache für euch ist gut. Okay, und dann passt das, ja? Was für ein Blick hier gerade. Oder wir machen kurz mit Firefox. Warte mal, ich check mal kurz. Ach nee, wir schauen jetzt so weiter. Wir schauen jetzt so weiter, Leute. Jetzt, also wenn ihr sagt, es ist jetzt schon zu laut, ich vertraue euch da einfach, Leute. Was bleibt mir auch anderes übrig? Ich schraube es jetzt wieder so, wie es war, auf 70%. Dankeschön, Nico Klein, für den Fünfer. Julian Upgrade auf Ehrenbruder Sophie. Ehrenbruder, vielen, vielen Dank dafür. Ich küsse dein Herz, Nico Klein. So, ich habe jetzt wieder auf die Standardeinstellung, so wie es vorhin war, und es passt dann. Ich glaube, ich muss Firefox irgendwie nehmen. Keine Ahnung, Google Chrome macht Faxen. Kannst und du kannst dich dann nur noch in dein Google-Konto einloggen, wenn du diesen USB-Stick hast. Und das habe ich mir gekauft gehabt, Leute. Ich habe mir quasi diesen USB-Stick geholt, habe mit ein paar Sicherheitsexperten gesprochen. Das ist aber auch eine gute Sache, so ein USB-Stick. Die haben mir gesagt, diese Geschichte mit dem USB-Stick, Paul, was geht ab? Und das Reinstecken in den Computer, dass man sich dann nur dann in den Account einloggen kann, ist aktuell das sicherste weltweit. Safe. Dachte ich auch. Und viele werden sich jetzt fragen, hä? Wie konnten die denn trotzdem auf deinen Account zugreifen? Haben die dir den USB-Stick geklaut oder was ist da los? Das erzähle ich euch gleich, Leute. Jedenfalls, ich lag oben im Bett, es war 1 Uhr gewesen und ich wollte eigentlich schon schlafen oder ich habe schon geschlafen und ich habe mein Handy nachts immer lautlos. Außer an diesem Tag, Edelmann. Außer heute. Ich hatte es irgendwie nicht leise gemacht, also scheint da jemand auf mich aufzupassen. Und Skurus ruft mich an und sagt, dein YouTube-Account wurde gehackt. Und ich habe an seiner Stimme gehört, die wisst ja, YouTuber machen auch manchmal Pranks und so, die nicht vielleicht ganz so lustig sind, aber ich habe direkt an seiner Stimme gehört, ey, das ist ernst. Ich mache mein Handy auf und sehe irgendjemand Livestream von meinem Kanal, alles wurde geändert, alles ist weg. Boah. Ich dachte mir, ach du Scheiße. Das ist ekelhaft. Auf einmal, ich renn runter. Das ist sehr, sehr ekelhaft. Wollte mein Passwort ändern, ich habe so gezittert, ich konnte keine Tasten mehr tippen. Ich war in so einer Schockstarre gewesen, weil ich... Mir ging so viel los, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, das ist abnormal gewesen. Und dann habe ich schnell mein Passwort geändert, habe den Stream beendet, dachte, jetzt bin ich sicher. Jetzt passiert nichts mehr. Plötzlich, 5 Minuten später, wurde wieder der Stream gestartet. Boah. Und das Passwort hatte ich aber schon geändert gehabt. Ich habe mich aus allen Geräten ausgeloggt. Ich dachte mir, hä, wie kann der jetzt nochmal den Stream starten? Und dann hat der YouTube-Mitarbeiter, also Skurus kannte einen YouTube-Mitarbeiter, der war nebenbei, hat er mit ihm geschrieben und der hat mir noch ein paar Tipps gegeben. Und da hat er gesagt, ich soll den Stream-Key resetten. Deswegen auch nochmal wirklich vielen Dank an den YouTube-Mitarbeiter, der hier mitgeholfen hat, an Skurus, der mich direkt angerufen hat und dann die ganzen anderen Leute. Mein Handy hat nicht mehr stillgestanden. So viele Leute haben mich direkt informiert, hab dann den Stream-Key zurückgesetzt und dann konnten die auch nicht mehr live streamen. Ich hatte quasi zurück den Zugriff auf meinen YouTube-Kanal. Zum Glück war auch gewesen, dass der Mitarbeiter von YouTube meinen Account hätte schnell sperren können, dass niemand mehr was mit dem Account machen hätte können. Dann wäre der erstmal tot gewesen, aber niemand hätte streamen können. Oder das Ding ist halt auch, Stani hat halt wirklich Glück im Unglück. Weil das Ding ist, ich war ja gestern Nacht mit dabei, das war wirklich um 3 Uhr Nacht. Ihr müsst euch vorstellen, normalerweise ist eigentlich bei uns auf Discord so, ich würde jetzt mal sagen, wir chillen ja alle mal ganz Tag auf Discord, reden, nehmen Videos auf und so. Und ich sag mal eigentlich so ab 1 Uhr, 2 Uhr ist eigentlich so Feierabend, wo jeder schlafen geht. Und gestern Nacht um 3 war hier noch Full House, richtig Action, einfach 30 Leute auf Discord, jeder, was geht ab, der gehackt, der wurde gehackt, hier gehackt, keine Ahnung was. Das war richtig Hack-Mack, Alter. Digga, Zeichen mit Brian, ist mir gar nicht aufgefallen, dass mein Bildschirm im Hintergrund kaputt ist. Danke, Zeichen mit Bayram. Wenn du mir das nicht gesagt hättest, wäre mir das nicht aufgefallen, dass ein Bildschirm bei mir im Hintergrund kaputt gegangen ist. Danke, Digga, dafür. Chaniboy Upgrade auf ihren Bruder, danke. Auf jeden Fall, gestern Nacht war richtig Action gewesen hier auf dem Discord, weil jeder war auf einmal da. Hier, der wurde gehackt. Das waren ja mehrere, es war ja nicht nur Stani. Aber ich werde jetzt nicht die anderen noch erwähnen, vielleicht wollen die das auch nicht sagen, keine Ahnung. Auf jeden Fall, es waren 4 Leute, die gehackt wurden. Und, das Ding ist, Stani hatte halt wirklich noch Glück im Unglück gehabt, weil, okay, sein Profilbild wurde geändert, okay, sein Name wurde geändert, sein Banner wurde geändert, okay, aber, dass seine Videos noch da sind, das war das Glück im Unglück, weil stellt euch mal vor, okay, YouTube kann das wieder resetten, YouTube kann das wieder zurückholen, aber wenn diese Hacker erstmal seine Videos gelöscht hätten, das wäre so ein finanzieller Schaden, Leute. Das wäre wirklich so ein finanzieller Schaden. Deswegen so diese Hacker und so.
dieses mal kurz Namen ändern, Livestream starten, das ist alles halb so wild. Natürlich, da rutscht einem auch das Herz in die Hose, das ist ja quasi unser Hack, so, damit verdienen wir unser Geld. Damit, davon leben wir, versteht ihr, wie ich meine so? Aber, dass seine Videos noch da sind, das ist wirklich Gold wert, das ist richtig Gold wert, weil er konnte die einfach mit einem Klick wieder online schalten, weil wären die Videos erstmal gelöscht gewesen von diesem Hacker, dann YouTube kann die wieder zurückholen. YouTube hat, sind ja alle gespeichert. Aber das wäre dann wie bei LP mit Kev, wo das so 2 Wochen dauert. Und ich sage euch mal so, wie es ist, mein Kanal macht im Monat, also jetzt zum Beispiel nur mal bei mir, mein Kanal macht im Monat 25 Millionen Klicks. Und viele der Klicks kommen natürlich auch von älteren Videos. Und wenn auf einmal alles weg ist, wofür ich die letzten 7 Jahre lang Videos produziert habe, wofür ich die letzten 7 Jahre gearbeitet habe, boah, ich würde heulen. Ich würde heulen. Ich würde erstmal denken, mein Leben wäre vorbei, Alter. Das ist schon ein krasser Schock. Deswegen, Stani hatte auf jeden Fall noch Glück im Unglück und muss man auf jeden Fall sagen, hat er, nennt's wie ihr möchtet, nennt's Gott, Schicksal, Schutzengel, aber irgendwas hat er auf jeden Fall da gehabt, ne, muss man sagen. Laden können. Und jetzt bleibt die Frage. Und ich erzähle euch noch am Ende, ich wäre auch fast gehackt worden, weil ich bin an dieser Sache, wo gestern Nacht so viele YouTuber gehackt wurden, ich bin da ganz, ganz scharf, haarscharf dran vorbeigeschlittert. So wirklich ganz haarscharf. Offen, wie haben die Hacker das geschafft? Sind die wirklich die krassesten der Welt gewesen? Haben mich hier irgendwelche Agenten gehackt, die Fähigkeiten haben, die man dachte, die gibt's noch nicht? Illuminati. Nee, das war eine ganz die Illuminaten haben dich gehackt, Stani. Viele YouTuber fühlen sich jetzt angesprochen und werden das vielleicht auch fühlen. Und zwar, ich hatte, also ich habe ja einen Cutter. Ich schneide einige Videos selber, einige Videos lasse ich cutten. Mein alter Cutter Seville, mit dem ich auch sehr gut befreundet bin, hatte halt Zugriff auf meinen Account gehabt. Seville, und konnte Videos hochladen. Oder konnte halt auch Videos privat stellen oder konnte irgendwas einstellen auf meinen Kanal. Und das war immer so gewesen, er hat ein Video für mich gecuttet und hat es direkt auf dem YouTube-Kanal hochgeladen. Und der hat aber schon ewig keine Videos mehr für mich geschnitten gehabt, aber ich habe diese ganze Berechtigung, dass er auf meinen Kanal zugreifen kann, weil ich ihn da damals mal eingeladen habe mit seiner E-Mail-Adresse, noch nicht geändert gehabt. So war es nämlich gewesen. Das Ding ist, mein Cutter wurde gehackt, quasi sein PC mit einem Trojaner wahrscheinlich infiziert. Und dadurch haben die Zugriff auf Zevils YouTube-Account erhalten, der jetzt auch gelöscht worden ist. Also den Hauptkanal mit irgendwie 300.000 Abonnenten haben die einfach gelöscht. Dadurch hatten die Zugriff krass, ne? auf meinen YouTube-Account. Überlegt euch mal einfach Kanal gelöscht. Haben halt diesen Livestream gestartet. Aber die konnten halt nicht meinen Kanal komplett übernehmen, weil die halt keine Daten von mir hatten und weil die das auch gar nicht können. So, wisst ihr, was ich meine? Durch meinen Cutter, den ich dort eingestellt habe, dass er einfach nur Videos hochlädt, haben die das halt geschafft. Und das, jetzt kommt das Fatale. Seville hatte noch mehrere andere YouTube-Kollegen auch diese Berechtigung gehabt, Videos hochzuladen. Und Stoiko, der das Gleiche hatte, wurde auch dadurch gehackt. Also Hacker sind auf seinen Account dann raufgegangen und haben einen Livestream gestartet, haben alles gelöscht, geändert und sonst was. Und zum Glück, da waren noch, ich weiß nicht, ob ich hier alle Namen sagen darf, aber da waren noch ein paar andere, die wir dann schnell angerufen haben, wo wir dann gesagt haben, ey, ihr müsst schnell die Berechtigung entfernen, weil sonst können die Hacker da auch zugreifen. Also das war ein kompletter Film gewesen, Leute. Das wünsche ich keinen Kollegen von euch da draußen, Leute. Ich bin so froh, dass einfach... Ja, das ist halt echt nochmal so das... blauen Auge davon gekommen ist, obwohl alles abgesichert worden ist, aber... Das war mir eine Lehre, Leute. Ich werde nie wieder irgendwie da was einstellen, dass ein anderer auf meinen Account zugreifen kann. Hier müsste nicht unbedingt der Fehler sein. Und das Ding ist, da kommen wir nämlich zur Story. Seville ist ja auch mein Cutter. Also, falls ihr es jetzt richtig verstanden habt, quasi diese ganzen Leute wurden gehackt, die Kanäle wurden gehackt, weil Seville ein Virus hatte oder eigentlich wurde nur Seville gehackt. Aber Seville, weil er der Cutter ist von einigen Leuten, hatte Zugriff auf die Kanäle, Administratorrechte, um dort Videos hochzuladen. Und deswegen konnten die Hacker dann auch auf die anderen Kanäle von den YouTubern drauf. Und das Ding ist, Seville ist ja auch mein Cutter. Und früher hatte Seville auch diesen Zugriff auf meinen Kanal. Also genauso wie es jetzt zum Beispiel bei Stani war. Aber hatte ich auf jeden Fall sehr Glück gehabt. Seit circa einem Jahr habe ich mir schon eben gedacht, dass ich keine Berechtigung mehr auf meinem Kanal gebe. Also ich weiß nicht warum. Ich hatte damals einfach mal vor einem Jahr so circa schon das Gefühl gehabt, dass ich einfach keinen Leuten mehr Berechtigung auf meinen Kanälen geben möchte. Weil ich mir einfach so dachte, ey, wenn irgendwann mal was passiert, so, scheiß drauf. Also ich mach's zum Beispiel mit meinem Cutter so, der schickt mir einfach die Videos und ich lade die selbst hoch. Ist natürlich ein Schritt mehr, ist an sich entspannter, wenn der Cutter das direkt auf dem YouTube-Kanal hochladen kann. Aber ich habe mir das irgendwie damals schon gedacht, das ist mir so ein bisschen zu risky. Das ist mir ein bisschen zu risky-misky, da kann was passieren. Und am Ende des Tages war es ja jetzt auch so. Und deswegen, also ich... Ganz ehrlich, vor einem Jahr, wäre das Ganze vor einem Jahr gewesen, wäre ich auch am Arsch so. Weißt du, aber alles gut. Es können auch einfach andere sein. Deswegen, Freunde, stay Luca, safe. Luca, danke schön für 2 Euro. Elias, danke. Löscht alle, die da zugreifen drauf können.
seid wirklich vorsichtig. Also das auch. War mir auf jeden Fall eine Lehre gewesen, aber wirklich nochmal vielen, vielen Dank an Skurus, der da direkt schnell gehandelt hat, einen YouTube-Mitarbeiter angeschrieben hat. Der YouTube-Mitarbeiter war auch mega schnell gewesen und hat hier wirklich kompetent geholfen. Also da wirklich, es lief einfach krass. Wie am Schnürchen. Danke an alle Parteien, die mir da geholfen haben, sich bei mir gemeldet haben, mich informiert haben. Kuss geht raus, Leute, seid sicher, vertraut euch nur selbst, das war's gewesen. Heftig, ja. Auf jeden Fall, ich würde sagen,